Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir jetzt die Versys 1000 SE, die 2021er Version, geholt von Kawasaki Deutschland. Und wir fahren jetzt direkt mit dem Bike auf die Autobahn und schauen mal, was die gute Versys so an Topspeed schafft. Geschwindigkeit zieht der Motor halt brutal durch. Es ist ja auch an sich der gleiche Motor, eben nur anders abgestimmt. Das Bike ist ein bisschen schwerer, es ist natürlich höher, mehr Luftwiderstand und man sitzt deutlich komfortabler hier drauf. Es fühlt sich sowas von bequem an auf diesem Bike und man spürt von dem Wind hier auch so gut wie einfach gar nichts. Das ist echt eine coole Sache zum Reisen und ich habe leider hier keine Koffer zum Bike, ansonsten ich würde es gerne auch mal mit Koffer probieren. Ich gehe stark davon aus, dass man da beides geht. Das ist so krass, wenn ihr hier bremst. Ich habe es ja schon in meinem Abholvideo gesagt, wenn ihr das geschaut habt. Wenn ihr hier bremst bei dem Bike, die steht so, also die bleibt so krass im Niveau einfach. Also die taucht vorne so gut wie nicht ein. Das ist total komisch, fühlt sich das an am Anfang. Ist natürlich mega cool.
Aber man erwartet so einfach durch das Gewicht auch hier, dass sie vorn runter geht. Aber sie tut es irgendwie nicht. So, gehen wir mal hier einen zweiten Gang, ist so gerade frei. Und von 50 weg, Knallgas. Und ab geht's. Wieder dieses Aufschaukeln, das ist, ich weiß nicht, ob es am Wind liegt. Also ich habe das Fahrwerk jetzt mal auf hart umgestellt und ich hatte auch noch einmal Beladung hier irgendwie mit drin. Jetzt haben wir einfach nur einen Fahrer und Fahrwerk auf hart und schauen jetzt mal, ob das Bike vielleicht ein bisschen stabiler noch auf der Straße sitzt, liegt, fährt. Mal eine Sache machen, das Windschild noch mal wieder nach unten fahren. So, nächster Versuch. Windschild ist jetzt auf der niedrigsten
niedrigsten Stufe. Mal sehen, ob das vielleicht etwas mehr Stabilität noch verschafft. Man merkt jetzt auch schon, man hat trotzdem natürlich noch einen krassen Windschutz, aber man merkt direkt, dass oben am Helm einfach, ich merke es auch im Rohrhelm hier, der ist ja doch ziemlich luftig, dass direkt oben wieder ein bisschen mehr Luftzug am Reinziehen ist. Also das spürt man schon, diese, ich weiß nicht, wie viele Zentimeter das sind, das sind so, keine Ahnung, um die 10 Zentimeter, glaube ich, was man das hoch und runter machen kann, ist durchaus spürbar. So, Spaß ist frei und Action. Sagen 233, wenn ich richtig gesehen habe, war hier der Topspeed auf dem Taro. Ja, und das soll es dann soweit auch erstmal gewesen sein von dem Topspeed-Video hier mit der Versus 1000 SE. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr Erfahrungen mit der Versus habt, auch mit dem Vorgänger, also mit der Nicht-SE-Version, und ihr habt vielleicht auch dieses, ihr habt es auch schon mal so gespürt, dieses Aufschaukeln bei 200 plus. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich versuche darüber auch noch was rauszubekommen. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video, in dem Testvideo zu Versus. Würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Ja, bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.